Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu dieser weiteren Folge von GTA 5 Online. Und zwar natürlich zusammen mit dem Jan, mit Abgezockt, mit dem Andreas und dem Flo, dem altbekannten Squad. Gerne in die Videobeschreibung gucken, da sind die Links zu den anderen Kanälen. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Und das Video hatten wir schon vorproduziert, deswegen merkt man auch nicht, dass ich da krank bin oder irgendwie ja so, ja, keine Ahnung, schlapp wirke, sondern ich war tipptopp drauf. Also ja, okay, viel Spaß jetzt. Nein, zumindest das nicht. Darf ich mitfahren? Kannst du das von da drin zünden? Hä? Wow! Kannst du das Ding von da drin zünden? Ich hab da doch gar nichts. Da ist nichts. Nein, hallo? Nein! Nein! Alter, das hättet ihr gerade sehen sollen. Schade. Der hat locker 20 Überschläge gemacht, der Kerl. Mann, Mann, Mann. Ey! Oh, One-Shot mit der Pistole. Alter, jetzt gibt's Krieg, mein Freund. Jetzt gibt's Krieg. Wo bist du? Pistolenkrieg? Ja. Mann. Ich wollte die Waffe auswählen. Warte. Ich nehme wieder meinen Revolver. Der eigentlich. Nein, das tötet mich die Polizei. Nein. Oh nee, ich gebe ihn Headshot. Oh, beide One-Click. Bart. Ah. Nicht die Polizei killt dich. Wenn dann ich. Also was muss ich jetzt machen? Nothing, bis der Flo uns einlädt. Immer so Nervtöten, wenn die Dinger kaputt sind. Steigen Sie bitte ein. Nee, warte. Warte, den will ich haben. Ja, danach. Ich hab ja Zeit, ne? Ich hab grad nur 3 Sterne. Alter, ich bin tot. Hä? Lol. Wenn ich da jetzt richtig zugehört hab, müssen wir jetzt auf zu einem U-Boot gehen. Mit so einem richtig geilen Flieger irgendwie. Oh, ich will fliegen. Nee. Doch. Mal gucken. Und aber ich glaube, wir müssen erst Vorbereitung machen. Wir müssen anscheinend jetzt mit. Wir müssen jetzt kaputte Autos holen. Das heißt, wir haben wieder wahrscheinlich A, B, C, D. Was muss ich machen? Zum Bunker kommen. Ach du Scheiße. Muss ich da hin? Ja. Er kapiert's jetzt erst. auf jeden Fall ist müssen wir. Ist nicht irgendwie Einladung und dann. Nein, du musst zum Bunker. Ich sag ja, das sind Vorbereitungsmissionen, ich wusste ja, es kann nicht eine große kommen und dann nochmal eine große. Aber ist ja egal, ich bin da. Ja, erzähl weiter, wir müssen irgendwelche Autos, kaputte Autos. Ja, also ich glaube, die Vorbereitung ist jetzt einfach, wir müssen kaputte Autos jetzt abholen, wieder bei A, B, C, D. Ich nehme wieder C, der Michi nimmt D. Ich glaube, Jan hatte A und du hattest B. Okay. Ja, dann machen wir das. Genau. Die müssen wir dann holen und mit denen, ich glaube, dann ist die erste Vorbereitung sogar abgeschlossen. Da steht sogar, warte mal, oder? Die kostet übrigens für mich wieder 100.000, danke dafür. Ja, du hast ja gerade 200.000 bekommen, also ja, brauchst dich jetzt gar nicht beschweren hier, ne? Nächstes Mal bekomme ich 40%. Nein, hallo! Ich hab gar kein Ziel. Warte mal, ich mach mal Ego-Perspektive. Oh, Alter! Ah! Oh. Ah oh, ja! Ah! Oh! Dreh dich mal um, bitte. Dreh dich mal bitte um. Ah! Oh! Ha! Alter. Schlüsselkarten, Ausrüstung, stehlt ein Riot Van der Schlüsselkarten für die Hangars am Flughafen von Los Angeles. Hangars? Hangars. So, mach. Das ist so ein Hangar. Oh nein, das heißt, wir sind in der Lobby. Lego. Ey, ich bin unsichtbar. Na, jetzt. Ich bin unsichtbar! Ja, ich war gerade unsichtbar, ja, du Arsch. Ist okay. Bild dir solche Sachen ein. Da hinten steht mein Auto. Welcher?
mein schnelles. Schlechte Ding, wir sind bei Full Lobby, ne? Das heißt, die werden uns so hart töten. Nee. Was sind wir? In der Full Lobby. Lobby. Das sind übelst viele Leute hier. Ja, Andreas, ich bestell mal mein Fahrzeug, ne? Kannst kurz warten, wenn du willst. Jan? Ja, was ist? Willst du bei mir einsteigen? Ja. Das ist, ich bin hinter dir. Achso, ja. Mein Auto stand aus irgendeinem Grund da hinten. 5 Kilometer müssen wir fahren. Easy, dann habe ich ja Zeit, mein Bild fertig zu posten. Wow, ho, ho. Hey, warte, wie mache ich das, wenn mein Fahrzeug zerstört ist? Hallo. Mir ist Mortal an. Lol, ich nehme gerade Andi mit. Ja, jetzt nicht mehr. Danke. Du störst mich bei meinem wichtigen Telefonat. Au, ey, ich bin gleich tot, Junge. Mein Auto kommt gleich. Dann fahren wir. Junge, du provozierst mich schon wieder, ne? Es reicht. Junge, du kriegst gleich was ab hier. Ey, wir sind bei Open Lobby, ne? Das. Alter, Junge, was? Du bist so behindert, Michi. Jetzt ist mein Auto weg. Und du musst es halt immer übertreiben. Michi, sprech gleich an. Alter. Ich hatte auch einen gewünscht, also wenn der dich nicht erwischt, hätte ich es gemacht. Hey, jetzt klauen. Also ich meine, ich hätte dich mit der Sniper killen können, aber so war doch geiler. Nee, finde ich jetzt nicht. Weil jetzt. Jetzt geht der Mechaniker nicht mehr ran. Bin ja auch selber gestorben. Junge. Fahr weg. Fahr vom Flo weg. Wir nehmen den Jan mit. Jan! Schnell! Ich will da nicht einsteigen, Jan. Okay. Ach ja, es war so klar. Alter. Come on, ich will doch nur das scheiß Bild posten. Ja, komm. Nein, mich jetzt nicht. Du kannst einsteigen, Michi. Ja, okay. Nee, das war ja auch nur witzig gemeint, ne? Also von daher, ich mach das jetzt nicht nochmal. Also, tschüss, Jungs. Ey, ciao. Audio. Der Andreas. Audio. Ach, Mann. Caramba! Ja, cool. Hallo, warum läuft die Hupe nicht weiter? Weil ich eh drücken muss, aber Alter, easy. Ja, hallo, hättest ja eh drücken können. So. Jo. Ey. Mann! Ey! Okay, let's go. Lass mal hin. Hopp, zack, zack. Okay, drück auf die Hupe. Danke. Oh, da stehen voll viele Bullen, Alter. Pass mal auf. Wir müssen was machen. Junge, warum fährst du denn so nah ran? Die Polizisten töten... Oh doch, die töten uns! Ist es dein Scheiß Ernst? Warte. Aua. Oh, sorry. Alter, was macht ihr denn? Wetten, der geht gleich kaputt. Ich bin gleich Michi, wieder tot. Wo bist du denn? Ja, ich bin tot. Hey, warum bist du ausgestiegen? Ja, du schon lang. Ich dachte, du hältst. Du hältst da. Dann bin ich ausgestiegen, aber ist ja kein Problem. Man hat ja hier keine Teamleben. Ey, das sind so viele. Du hast ja kein Teamleben. Ich versuch den Rear zu kommen. Ich hab ihn schon. Ja, du hast ihn schon. Du läufst gerade noch hin. Ja, ich bin drin. Warte, nicht losfahren. Nicht losfahren! Ja, steig doch hinten bist du ein. Behindert, Mann? Ich musste von dem weg, sonst gibt er mir Headshot. Okay, ey Jungs, steig ein. Steig. Achso, Leute, ihr habt auch einen. Okay, fahrt einfach weg. Die Leute sehen uns, also das heißt, die können uns. Töten, willst du Lester oder geht das? Ja, weg? Ich ruf Lester an, könnt ihr auch machen. Einfach Lester anrufen. Andreas, fährst du? Ja. Cool. Das ist eine Straßensperre. Man kann sie nicht abschütteln. Cool. Müssen wir sie abschütteln, aber ja, ne? Oh, doch, geht. Das hat nur geleckt. Dann rufe ich den auch mal an. Du musst zur Basis. Ja. Machen. Wo ist dieser Spaß, Lester? Die sind einfach immer. Nein, auch. Nicht uns, die anderen. Wir verfolgen immer noch die anderen. Ja, fahr mich rein, oder? Was machen die denn? Sind die komplett behindert? Warum hast du jetzt noch was markiert? Bist du dumm? Also, ich werde nicht mehr verfolgt. Nee, keiner mehr. We'll be right back.
Perversen. Zack. So, Ausrüstungsmission abgeschlossen. Polizeigiot abgeliefert. Läuft. So Leute, da haben wir das Video doch mal wieder erfolgreich auf 10 Minuten gestreckt. Und so, dass ich da jetzt 20 mal Werbung reinschalten kann. Nein, Spaß, aber das ging jetzt nicht anders. Das Video hat 59 plus Anmod, Abmod. Sind wir halt einfach knapp über 10 Minuten. Ich werde da auch nicht so viel Werbung reinschalten. Immer nur 1-2 Werbungen, die ich da reinböller. Und außer die Videos sind dann echt sau lang, 30 Minuten oder so. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir und da, schaut dann auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder rein. Und dann, ja, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kind of, now good vibes, feel like a tide.